Hallo zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Do-It-Yourself-Video zum Thema Werkzeugkasten selber bauen. Einige fragen sich jetzt, ja Christian, warum kaufst du dir keinen Werkzeugkasten? Nun ja, ich hatte einen Karton über und hatte zu viel Freizeit und Corona, ihr wisst schon, und dann kommt man auf ziemlich dumme Ideen. Doch kommen wir nun zu den Gegenständen, was ihr benötigt. Wie ihr schon auf einem Bild sehen könnt, benötigt ihr natürlich einen Karton, einen Zettel und einen Stift für eure Maße, einen Cutter oder eine Schere oder ein altes Küchenmesser, wie ich hier habe, ein Lineal oder Maßband, mindestens eine Rolle Klebeband und natürlich Panzertape bzw. Gewebeband. Solltet ihr ebenfalls so möchtegern Scharniere dran haben wie ich, dann benötigt ihr außerdem etwas Gummiband und solche Klammern wie bei Warnsendungen. Und zusätzlich benötigt ihr etwas Vorstellungskraft und ausreichende Beleuchtung. Ach ja, der Platz sollte natürlich auch nicht zu gering sein. Zunächst einmal solltet ihr den Boden herstellen. Dazu nehmt ihr euch einfach einen großen Karton und schneidet diesen langsam zurecht. Ich habe mich für eine Größe von 45 x 25 cm entschieden. Das heißt, unser Boden wird 45 x 25 cm und ich habe gleich zwei Böden angefertigt, damit er ein bisschen stärker ist. Schließlich sollen Hammer, Zangen und auch ein Akkuschrauber drin liegen, ohne dass sich der Karton verbiegt. Für unsere Seitenumrandung habe ich die Maße 45 x 10,5 cm gewählt. Die brauchen wir natürlich auch zweimal und 25 x 10,5 cm auch zweimal, damit wir eine Höhe von 10,5 cm für Ebene 0 erreichen. Achtet nun beim Zusammenkleben der Seitenwände auf die richtigen Abstände 45, 25, 45, 25. Anschließend klebt ihr die beiden letzten Enden zusammen, sodass ein Rechteck entsteht. Wenn ihr dies geschafft habt, könnt ihr dieses Rechteck an den zwei Böden befestigen. Und denkt dran, gut festkleben, denn da darf sich nichts lösen und auch kein Spalt frei bleiben. Für unsere erste Etage wird es ein bisschen komplizierter. Naja, eigentlich nicht, sondern ihr müsst nochmal ordentlich schneiden und messen. Denn wir benötigen jetzt zwei Behälter. Diese bestehen aus den Größen 45 x 12,5 und das zweimal. Unsere Seitenwände haben folgende Größen. Wir brauchen 4 x 45 x 8,5 und 4 x 12,5 x 8,5. Auch beim Zusammenkleben solltet ihr wieder auf die richtige Ordnung aufpassen. 45, 12,5, 45 und 12,5. Den Rest wiederholt ihr wie in Schritt 1 für beide Fächer. Was ihr in den Kästen seht, sind kleine Verstärkungen, die sind jetzt optional, oder kleine Kartonstücke als Separatoren oder oben diese Henkel, aber wie gesagt, das ist alles nur optional, das könnt ihr entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Schritt Nummer 3 ist besonders wichtig, denn Duct Tape bzw. Gewebeband bzw. Panzertape sorgt für die Stabilität und auch die einheitliche Farbe, weil wie ihr sehen könnt, so wie es bei mir ist mit dem Klebeband, sieht es weder schön noch gut aus und Werkzeugkästen sind nun mal meistens grau oder blau oder ähnliches und dieses Gewebeband hat auch die Farbe grau und damit habe ich alles schön umwickelt und auch oben die Kanten einmal ein bisschen umklebt, damit es nicht so rau ist, sondern einheitlich und das wird euch ungefähr 10-20 Meter kosten, lohnt sich aber. Bitte klebt jedoch nicht alles zusammen, sondern eure drei Einzelteile müssen einzeln verklebt werden, ansonsten habt ihr nur eine
große, beklebte, verschnittene Box und das wollen wir nicht. Im vorletzten Schritt, welcher optional ist, gehen wir an die Scharniere ran. Jetzt müsst ihr in jede Etage Löcher reinstechen und gleichzeitig auf beiden Seiten das tun und anschließend euren Gummi mit euren Musterbeutelklammern daran befestigen. Die Bilder, die ihr gerade seht, sollen ungefähr zeigen, wie das Ganze aussieht. Achtet da wirklich auf den Abstand, stecht die Löcher zuerst und messt mit diesem Abstand den Gummi ab, denn wenn ihr eure Werkzeugkiste dann öffnet, dehnt sich der Gummi mit. Das ist praktischer als Karton und es macht die Sache leicht. Habt ihr nun alles angebracht, so könnt ihr in Zukunft eure zwei Fächer daneben stellen und sie gehen nicht weg, weil das Gummi sie dran befestigt. Hier seht ihr nochmal ein paar Bilder von der Werkzeugkiste, wie ich sie schlampig eingeräumt habe. Und demnächst folgt noch ein NFC-Chip, aber das gibt's dann in Teil 2. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen, Kommentieren, Liken, Disliken, whatever. Und freue mich, wenn ihr mir verratet, welche Werkzeugkästen ihr habt oder ob ihr es wie ich früher gemacht habt, einfach eine Plastiktüte genommen oder einen Schuhkarton. Wart ihr selber kreativ oder habt ihr einen gekauft? Und ja, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zusehen und einen schönen Tag noch. Servus!